Passt schon. So. Dann ist halt jetzt nach wie vor immer noch so ein bisschen so die Frage, wie soll ich eigentlich irgendwo hin? Hier würde ich gerne mal rüber, um zu gucken, wo ich da... Aha! Wo ich hinkomme? Keine Ahnung. Ich soll dann wahrscheinlich da rüber. Da kann ich mich ranhängen? Och, da kann ich mich sogar ziemlich krass ranhängen. Da kann ich hin... Das war's, wo ich hin kann. Da kann ich noch hin. Was ist denn da? Kann ich da wieder rum? Die Frage ist ja oftmals, warum kann ich hier hin? Meistens ist es ja eine Level-Design-Entscheidung, damit man dort tatsächlich nochmal nachguckt. Hallo? Hallo? So. Ach, shit. Aufpassen hier von den heißen Dämpfen. Oh. Ein Item. Das ist mein Armtrick. Ein Metallstück. Alles für ein Metallstück. Ernsthaft? Habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Wenn ich jetzt hier runtergehe, wo komme ich denn da hin? Nicht wirklich irgendwo hin, okay. Hätte sein können. Gut. Zumindest können wir jetzt sagen, wir sind hier gewesen. So, die Luftschichte. Ein neuer Kerl kümmert sich um den Hochofen. Man hört, er tut sich ziemlich schwer damit, bei dem ganzen Feuer, das aus den Gasventilen am Boden schießt und dem Dampf aus den Abluftschlitzen, der so stark ist, dass er einen gestandenen Mann umhauen könnte, ist es kein Wunder, dass ihm die Arbeit schwerfällt. Aber es ist nun mal seine Aufgabe und er muss sich wohl oder übel damit arrangieren. Das Wichtigste ist, am Hebel zu ziehen, um das Feuer einzudämmen und ein Seil, um die Abluftschlitze zu binden. Jetzt, wo ich ihm das beigebracht habe, hat er nichts mehr zu befürchten. Ach, Moment. Ich habe gehört, dass sie einen neuen Sicherungsmechanismus angebracht haben, damit der Druck an den Hochofen nicht beschädigt. Es heißt, wenn man etwas wartet, würden die Hebel daran automatisch in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, das dem Neuen zu sagen. Das war sein Untergang. Haben wir schwere Münzen. Ein bisschen Öl. Noch ein bisschen Öl. Joa, ne? Ach, Moment. Die Leiter soll ich vielleicht da mal betätigen. Warte, da. Man weiß ja nie, ob man das nochmal gebrauchen kann. Bevor wir jetzt hier lang gehen und keine Ahnung haben, wo wir hingehen sollen. Ein Heilmittel. Da kann ich nicht randingsen. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, das ist hier. Okay. Da sind wir erst hier hochgeklettert, um da hinzukommen. Okay. Aber wo soll ich denn von hier aus hin? Oder soll ich von hier aus nicht irgendwo hin? Sehr kurios. Äußerst kurios. Nein! Hallo? Da habe ich dich nicht hinspringen schicken lassen. Ja, aber mal gar nichts. So, wo... Jetzt geht das wieder los mit der Suche nach der Tür des Meisters, ne? Wir wollen immer noch darüber. Oder ich zumindest. Blöd. Da ist doch hier wieder so eine schmale Kante, oder sehe ich das verkehrt?
Ah, das sieht doch gut aus. Und jetzt? Sehr auf diesen Vorsprung hier. Und jetzt? Ich kann da nicht hoch. Hier falle ich doch einfach nur runter, oder? Ja, er hält sich da nicht fest. Dann lass mal überlegen. Moment. Muss ich nebenbei hier nochmal für die Arbeit hier eine SMS verschicken. Ist furchtbar. Wenn die Arbeit einfach mal dazwischen kommt. Furchtbar. So, jetzt aber. Jetzt bin ich wieder voll für euch da. Manchmal hat halt das Real Life doch noch mal so ein bisschen Vorrang. Da unten waren wir. Ich kann auch noch hier lang, sehe ich gerade. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier hinkommen, aber lass doch mal gucken. Wir kommen auch hier nicht sonderlich weit. Verdammt, weißt du, da hast du da so die Kanten, wo du lang gehen kannst und dann kommst du dann irgendwo hin. Ja. Geh nochmal auf den Leiter hier hoch. Nee, kann ich mir nicht langhangeln. Da komme ich auch nicht wirklich weit. Muss doch einen Weg geben, wie wir da zur Kiste kommen. Eigentlich. Da oben ist ja auch so ein Ventil, das symbolisieren soll. Hey Mensch, da könnte der Spieler übrigens, wenn er da rankommt, Schaden kriegen. Problem an der Sache ist, dass gammelt die ganze Zeit da vor sich hin und denkt sich so, hihihi, ich bin ein tolles Ventil. Nein, nein, nein. Oh, so wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich, dass er da mitten sich runterfallen lässt. Machen wir es halt so. Wir wissen ja immer noch nicht, wie wir da hinkommen. Doch, nein. Na, vielleicht. Bitte warten. Es wird dran gearbeitet. Ich weiß zwar nicht, ob mir das irgendwo irgendwie toll hinführt. Aber man kann ja wenigstens mal gucken. Okay, da kann ich nicht runterspringen, verdammt. Aber ich kann doch bestimmt von hier aus. Ah, okay. Aber da sind halt Kisten zu zerstören. Meistens, wenn es irgendwo Kisten zu zerstören gibt. Dann kann man da auch irgendwie hin. Und hier, diese Schräge sieht mir auch so aus, als könnte man da irgendwie drüber. Ich stehe gerade echt so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich versuche halt immer noch zu verstehen, wo denn die Tür des Meisters ist, damit wir da hinkommen. Nein, wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Wege, die wir gehen können. Die Ketten sind offen. Und ich vermute mal, es hängt irgendwie mit sowas zusammen, wie da oben lang gehen, wo wir jetzt nicht wissen, wo es genau lang geht. Ach klar, wir können auch hier einfach geradeaus. Bin manchmal so ein Dödel. Heilige Asche. Ach du heilige Asche, Batman. Ein paar Lehmbomben. Also nicht welche aus Lehm, sondern halt welche, die lähmen. Gut.
Soviel zu dem Rätsel, wie wir da in die Ecke kommen. Jetzt aber zum anderen Rätsel, wie kommen wir an die Kiste ran? Kiste ist ja eigentlich hier in der Richtung nach oben, wo ich jetzt hinlaufe. Hier in der Ecke oben. Nee. Ich kann von hier aus nicht irgendwo andingsen, leider. Wäre sonst auch wahrscheinlich so eine Speedrunner-Taktik oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt hänge ich hier an so einer kleinen Stelle hier so unendlich lange fest. Es tut mir fast leid. Oh, das war knapp. Kann ja auch nicht einfach über den Absprung da jetzt quasi die ganze Zeit rüberspringen. Das funktioniert ja auch echt beknattert. Hier ist halt nichts, wo ich weiter lang kann. Nee, da hält er sich an nichts fest. Das wäre noch so eine Überlegung gewesen, dass da vielleicht irgendwas Verstecktes ist. Frage ist ja auch, ob ich von dieser Seite da irgendwie dann so lang gehen kann. Aber wie erstmal von der Seite da hinkommen? Wir haben ja nicht wirklich viele G-Optionen. Und ich weiß nicht, wo die Tür des Meisters ist. So viele Sachen. Nichts, was ich verstehe. Na, also die einzige weitere Option, die mir so einfallen würde, ist irgendwie hier rüber. Ach! Hör mir auf! Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, habe ich. Nachdem wir jetzt hier wie lange rumgeblödelt haben. Mann, 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 Mann. Quecksilber, yay! Können wir jetzt endlich durch diese Tür, wo auch immer wir da hinkommen. Okay. Ah. Also muss ich erst irgendeine Möglichkeit finden, mit der ich dann diese ganze Gasventile dann ausschalten kann. Und wahrscheinlich ist es hier so eine Hebeldingens, wovon wir gerade gelesen haben. Oh shit. Oh. Alter. Alter. Allheilmittel ist nicht. Ja, wie viel... Hallo? Wie viel willst du noch bei mir schädigen hier? Das hat noch nicht genug. Das Biest ist echt powerful. Alter. Wie es auch von starken Schlägen aushält, ist ein Traum. Aha! Boah! Warmes Fleisch! Mmh. Wird dir bestimmt nicht gefallen.